Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu Episode 8 des Hooked on a Ding Strick Podcast. Falls du mich noch nicht kennen solltest, ich bin Simone, ich bin 25 Jahre alt und ich liebe es zu stricken. Und mindestens genauso gern tausche ich mich über dieses Hobby aus und genau aus dem Grund habe ich auch hier den YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Ich war davor aber schon sehr lange auch aktiv auf Instagram. Das heißt, falls du mehr von mir sehen möchtest und meinen Projekten, schau dort einfach gerne vorbei. Häufig teile ich auch meine Projekte dort etwas früher als wie hier auf YouTube. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du einfach auch dort vorbeischaust und mir gegebenenfalls ein Abo dalässt. Und ja, noch kurz zur Info, weil mir aufgefallen ist, dass ich das total häufig vergesse zu erwähnen. Alle Projekte, die ich heute zeige, beziehungsweise die Anleitungen, über die ich spreche, da erstelle ich ein Anleitungsbündel auf Ravelry und stelle unten den Link in die Videobox. Das heißt, man findet alle Anleitungen, über die ich heute rede, auf einen Klick und auf einen Blick und muss sich nicht irgendwie zurechtfinden. Und ja, bloß nochmal zur Info, bevor ich es wieder vergesse. Und ich würde auch sagen, starten wir einfach direkt in den Strickpodcast. Mach's dir gemütlich, schnapp dir dein aktuellstes Handarbeitsprojekt und ja, ich versuche mich hier so ein bisschen zu organisieren. Ich habe nämlich super viel zu zeigen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich so viel Zeit habe verstreichen lassen zwischen dem letzten Podcast und dieser Episode hier. Und ich habe echt einiges angesammelt. Also, wenn du den Boden um mich herum sehen könntest, es herrscht ein bisschen Chaos. Aber ich bemühe mich, dass wir hier halbwegs geordnet durch dieses Video gehen. Aber ich glaube, es wird bei mir nie perfekt. Ich bin tendenziell schon jemand, der eher etwas chaotisch ist. Aber ja, wie gesagt, ich bemühe mich. Und ja, fangen wir einfach direkt an mit den fertiggestellten Projekten, also meinen Finished Objects. Da habe ich euch zwei zu zeigen. Aber bevor ich auf die zu sprechen komme, dachte ich mir, nutze ich jetzt nochmal die Möglichkeit und zeige euch nochmal ein Finished Object aus der, ich glaube, letzten Podcast-Episode. Und zwar geht es um das Tallulah-Tee von der lieben Hannah von Herb Garden Knitwear. Die Anleitung ist nämlich endlich draußen seit Ende März und ihr könnt die Anleitung kaufen für dieses tolle Sommer-T-Shirt. Ich durfte das ja für die liebe Hannah testen in der Größe 7 und ich bin echt super glücklich damit, also mit der Teststrickerfahrung und auch eben mit dem Endprodukt. Also einziges Manko, das ich habe, ist, dass es mir ein Ticken zu kurz ist. Das ist aber nicht der Fehler der Anleitung, sondern mein eigener Fehler, weil ich damals überlesen habe, dass es bauchfrei geschnitten sein soll. Und ich schlussendlich dann auch zu wenig Garn hatte, um es noch wirklich verlängern zu können. Beziehungsweise es wird halt von unten nach oben gestrickt. Und ich konnte damals auch schlecht abschätzen, ob mir mein Garn reicht, wenn ich es jetzt nochmal verlängere. Ich hätte es machen können, das jetzt im Nachhinein gesagt. Aber wie gesagt, es war einfach schwer für mich abzuschätzen. Aber ich bin eben jetzt um ein tolles T-Shirt und um die Erfahrung reicher. Und ich finde das Ganze auch so toll, dass ich es definitiv noch ein zweites Mal stricken werde. Ich habe hier bei der Variante die Drop Spell verwendet. Das Originalgarn wäre die Sandnesgarnline, aber die Drop Spell und die Line sind genau gleich zusammengesetzt. Deswegen hat es keinen großen Unterschied gemacht. Und ja, wie gesagt, die Anleitung ist jetzt erhältlich und ich finde, Hannah hat jede Unterstützung verdient, weil sie einfach eine sehr tolle Designerin ist, die auch größeninklusiv designt. Allein das Tallulah-T-Shirt gibt es in 18 Größen. Und deswegen, ja, wollte ich mir es nicht nehmen lassen, heute einfach nochmal kurz die Werbetrommel für sie zu rühren. Aber jetzt geht es auch weiter mit den Projekten, also das, was ihr noch nicht kennt, beziehungsweise wo es auch wirklich ein Update gibt. Und ich fange doch einfach mal an mit den Frieda-Socken. Diese nehme ich inzwischen auch fertig und auch schon gut getragen. Deswegen sind sie so ein bisschen lapprig hier auf dem Sockenspanner. Wie gesagt, das sind die Frieda-Socken, Design von der lieben Laura, Signorine-H. Und sie ist auch eine sehr gute Freundin von mir. Und ja, mich hat es sehr gefreut, dass ich für sie teststricken durfte. Vor allem waren in der Teststrickgruppe eigentlich auch nur Mädels drin, die ich eh schon kannte, also auch alles Freundinnen. Und es war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich bin auch mit dem Endergebnis sowas von zufrieden. Ich mag dieses tolle Muster mit den tiefer gestochenen Maschen. Und eben zwischenrein dieses Rippenelement auch nochmal. Sie sitzen auch wahnsinnig gut am Schaft, das muss man sagen. Und ich glaube, in der letzten Folge hatte ich eben so ein paar Runden gestrickt. Und ich kann es auch wieder nur sagen, ich finde das Muster einfach so cool. Es ist so ein bisschen romantisch. Man kann es aber auch eher klassisch traditionell machen. Ich stelle die mir auch ganz toll vor als Trachtensocken und ein bisschen höher gestrickt. Und ja, ganz große Liebe für die Socken und auch für Laura. Und da ist die Anleitung am Ostersonntag live gegangen. Also die gibt es inzwischen auch zu kaufen. Und ja, das Einzige, was nicht so gut ist, ist die Wolle an den Socken. Ich habe nämlich die Wolle bei einem Wolltausch bekommen. Eine Freundin hatte die aussortiert und es war Discounter-Wolle. Und ich habe die mitgenommen, weil ich die Farbe so schön fand.
Aber die ist tatsächlich hier schon unten an den Fersen ein bisschen dünn gelaufen und ich habe die eigentlich nur zu Hause getragen oder im Bett. Also ja, leider die Wolle definitiv keine Empfehlung. Das war aber auch so ein bisschen zu erwarten. Ich habe aber nachgeguckt, es gibt von Opal bei der ganz klassischen Sockenwolle gibt es eine super ähnliche Farbe, die heißt Jeansblau. Also wenn dir gerade das Muster in der Farbe gut gefällt, findest du da vielleicht bei Opal eben den perfekten Ersatz zu der Farbe. Und ja, das sind die Fliedersocken. Und was ich auch noch unbedingt sagen wollte, es lohnt sich echt bei Laura auf dem Account vorbeizuschauen, weil ich weiß, dass sie auch an der Tuchversion, an der Schalversion und an der Cardigan-Version zu diesem Muster arbeitet. Also da gibt es hoffentlich in nächster Zeit viele coole, tolle Sachen noch von ihr. Und so oder so einfach eine Empfehlung, weil sie eine ganz tolle Persönlichkeit ist mit super Strickprojekten, wie ich finde. Aber ich bin da natürlich auch parteiisch, weil sie Freundin ist. Aber ja, das waren die Friedersocken. Die sind jetzt hier auch auf der falschen Spannergröße. Ich habe die in meiner Größe gestrickt, das wäre eine 40-41. Und was ganz cool war an den Friedersocken, ist, dass ich das Muster, das ist ein ganz kurzer Rapport, der geht über 4 Runden, glaube ich. Der ist super eingänglich und ich mag das, wenn man Socken auch eher auswendig stricken kann, nicht ständig in den Chart gucken muss. Aber was eben auch ganz cool war, dass ich diese tiefer gestochenen Maschen an den Friedersocken habe sozusagen üben können für mein anderes Finished Object, nämlich für den Irene Slipover. Das war jetzt auch wieder ein Teststrick für die liebe Rebecca von Journey Through Yarn. Und da seht ihr es auch schon, man hat hier diese Musterreihen und es ist genau die gleiche Technik wie bei den Friedersocken. Und es war super cool, weil ich habe nämlich die Maschenprobe für den Irene Slipover zuerst gemacht und danach die Friedersocken gleich angenadelt. Und es ist mir aufgefallen, dass es genau das gleiche Muster ist. Und ich habe bei der Maschenprobe für den Irene Slipover schon gemerkt, ich muss echt aufpassen mit meiner Fadenspannung, dass ich eben meine Spannfäden lang genug lasse, sonst bauscht sich alles zusammen und wird unschön. Und ich konnte es bei den Fiedersocken sozusagen gleich üben und verinnerlichen und es war super gut. Und als die fertig waren, habe ich dann eben auch mit dem Irene Slipover weitergemacht. Und ich bin echt zufrieden. Also da ist nochmal das tolle Teil. Es hängen leider super viele Haare dran. Ich bin sozusagen gerade im Fellwechsel. Also ich verliere Haare hier. Das ist nicht mehr schön. Man meint, wir hätten ein Haustier. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte. Gestrickt habe ich das Ganze aus der Drops Charisma in der Farbe Lavendel. Das ist die Nummer 74, glaube ich. Und was ich echt cool fand, das ist das erste Mal, dass es mir so passiert ist, dass die angegebene Garnmenge perfekt gepasst hat. Also ich glaube, ich sollte 7,5 Knäuel brauchen. Also das heißt, ich habe 8 Knäuel kaufen müssen. Und ich bin es ja gewohnt, dass mir viele Anleitungen zu kurz sind und ich deswegen immer alles länger stricken muss. Und daher passen die Garnangaben sowieso nie. Und deswegen habe ich mir eben noch ein Knäuel extra gekauft. Also es ist auch noch ein volles Knäuel. Ich habe bloß die Banderole zerstört und zerrissen. Und das ist der Rest. Und es ging halt genau auf. Und ich hätte dieses extra Knäuel eigentlich nicht gebraucht. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil die Drops Charisma ist super erschwinglich. Ich glaube, ich habe unter 2 € für ein Knäuel gezahlt. Und ich sammle jetzt einfach den Rest und mache irgendwann mal einen Wärmflaschenbezug draus. Also das ist jetzt nicht so schlimm, dass das hier übrig geblieben ist. Vor allem, ich finde, mit 75 Gramm in DK-Stärke kann man noch gut was anfangen. Die Drops Charisma hat nämlich 100 Meter auf 50 Gramm. Also ist wirklich da so ganz klassisch in der Zusammensetzung. Und was ich ganz cool fand, das ist lange an mir vorbeigegangen, ist, dass das ein Superwash-Garn ist. Das ist mir erst neulich ja, aufgefallen bzw. mitgeteilt worden, weil ich habe die jetzt schon ein paar Mal verstrickt und die fühlt sich ja eher rustikal an und die wird auch häufig als Ersatz für die Per Günd von Sandnes Garn genommen, weil die halt einfach günstiger ist und sich eben vom Gefühl her ähnlich verstricken lässt. Und ich habe dann mit einer Freundin drüber geredet und habe die empfohlen, weil ich auch gemeint habe, ja Mensch, wenn du so Richtung Colorwork was machen willst, ist halt eben die Charisma eine gute Alternative, die ist halt eben auch günstig und so. Und hat sie eben online nebenbei schon geguckt und hat dann gemeint, die ist aber Superwash. Und ich so, hä? Nie im Leben ist die Superwash, die fühlt sich nicht so an. Und dann steht es echt auf der Seite und es steht auch auf der Banderole. Und es ist Ewigkeiten an mir einfach vorbeigegangen. Und ich habe es nicht wahrgenommen, dass das ein Superwash-Garn ist, aber es fühlt sich halt eben nicht danach an. Und ich dachte mir, ich erzähle das auch einfach nochmal kurz, weil kann ja sein, dass irgendjemand ein Superwash-Garn sucht, das sich nicht nach Superwash anfühlt, sondern halt einfach eher rustikaler und halt eben auch so ein bisschen wärmer. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, falls ihr in die Richtung was sucht, könnte die Drops Charisma das Richtige für euch sein. Und ja, ich bin echt wahnsinnig
glücklich. Was dann auch nochmal spannend war, war das Waschen und Spannen, weil da dachte ich echt, es könnte noch ein Ticken zu kurz sein. Aber ich wusste ja eben, dass dieses Muster sich durch die Spannfäden eh so ein bisschen zusammenzieht. Und ich habe dann darauf gepokert, dass es beim Waschen und Spannen noch 4 bis 5 Zentimeter länger wird. Und es ist auch tatsächlich so gekommen. Und ich war echt glücklich. Aber ich habe es eben auch nicht eingesehen, nochmal den Musterrapport unten ran zu stricken. Weil ich wäre dann eben unschön geändert, weil es ist, ihr seht schon, ist halt eben dieser Rapport, dass man halt einfach glatt rechts hat, dann hat man noch eine Reihe mit linken Maschen dazwischen, dann kommt eben die Musterreihe und das ist dann eigentlich von hier bis hier ist der eigentliche Musterrapport. Und ich wollte jetzt nicht nochmal den ganzen unten ransetzen, weil er mir dann wahrscheinlich zu lang geworden wäre. Aber ich wollte auch unten das Bündchen nicht viel länger machen, weil ich finde es ansprechender, wenn eben alle Bündchen an einem Strickteil in einem ähnlichen Verhältnis zueinander stehen und jetzt nicht eins super langes und die anderen alle super kurz. Und ja, hat zum Glück funktioniert und ist gut ausgegangen. Außerdem, ja, weil ich es gerade nochmal sehe, der Slipover wird mit Shortrows gearbeitet, also der Nacken sitzt höher. Das ist ja was, worauf auch viele Wert legen, dass halt eben der Sitz gut passt und deswegen auch nochmal hier die Info, mit Shortrows gearbeitet, also schon was, ja, ich würde sagen, technisch besser ausgelegt ist, also kein komplett simpler glatt rechts Strick einfach nur gerade runter, sondern wie gesagt Short Rows, damit eben auch im Nacken alles höher sitzt und schöner ist. Und ja, da wird die Anleitung hoffentlich im April, Mai rauskommen. Der Teststrick geht jetzt noch ein bisschen. Ich bin aber eigentlich recht gut fertig geworden. Was mir gerade noch einfällt, weil ich es auch sehe, wo ich ein bisschen gemogelt habe, beziehungsweise mich nicht an die Anleitung gehalten habe, ist der Kragen. Er wird doppelt gestrickt und eigentlich sollte man die Maschen dann umnähen und festnähen. Ich finde aber, das dauert Ewigkeiten und ich mache das nicht so gern, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich es beim Nähen nicht so sauber hinbekomme. Ich habe dann einfach meine Anschlagskante mit meiner ja, Runde, die ich gerade noch auf der Nadel hatte, zusammengestrickt. Und ich habe nicht jede Masche miteinander zusammengestrickt, sondern jede zweite. Das hat mir auch irgendwann mal eine Freundin erzählt, dass es so in einer Petit-Knit-Anleitung gemacht worden ist, aber ich weiß nicht, welche Anleitung. Aber es funktioniert super gut, weil ich hatte früher nämlich das Problem, dass wenn ich eben die Kanten zusammengestrickt habe, dass ich zu eng abgekettet habe und es nicht elastisch genug war. Und wenn man eben jede zweite Masche bloß zusammenstrickt, ist das Ganze elastischer und wird nicht so eng und sitzt trotzdem gut. Und das habe ich auch hier für den Kragen gemacht und ich bin auch sehr zufrieden, weil es gut funktioniert hat. Ja, ich würde sagen, das war es dann jetzt auch mit meinen Finished Objects. Gehen wir einfach mal direkt weiter zu den Whips und da habe ich gerade 5 Stück. Also ich würde sagen, ich fange einfach mit den kleineren an. Ich habe nämlich 2 Paar Socken und Socken sind für mich gerade eher so Lückenfüller. Das sind keine Projekte, wo ich drauf poche, dass ich die schnell fertig bekomme. Ganz im Gegenteil, ich bin eher momentan so ein bisschen sockenüberdrüssig, weil ich glaube, ich in den letzten Monaten einfach sehr viele Socken selber gestrickt habe, getestet habe und ja, deswegen sind es irgendwie gerade so Projekte, auf die bin ich nicht scharf, aber es schadet nicht, wenn man die auf den Nadeln hat. Einfach so als kleiner Lückenfüller mal schnell zum Mitnehmen in die Tasche schmeißen als Wartezimmerstrick. Und deswegen habe ich da gerade 2 Paare in Arbeit. Und das erste Paar ist ein paar Tikva-Socken. Ich habe die erste Socke auch schon fertig. Bei der zweiten hänge ich immer noch beim Schaft. Und das wird ein Geschenk für meine Schwiegermama. Ich habe die Tikva-Socken, die Anleitung ist von Lydia Rhabarber. Ich glaube, kurz vor Weihnachten habe ich die testen dürfen, weil die gibt es ja einmal in der 6-fach-Variante und einmal in der 4-fach-Variante. Und im Winter war eben die 6-fach-Variante dran, die habe ich getestet und dann eben im Frühjahr oder vor ein paar Wochen, ich glaube im Februar, war dann die 4-fach-Variante dran. Und die 6-fach-Variante habe ich sogar in 2 Größen getestet, nämlich einmal in meiner und in der Herrengröße, also für meinen Mann. Und meine Schwiegermama hat bei jeder Möglichkeit, wenn sie diese Socken auf meinem Instagram gesehen hat, kommentiert, dass sie auch gern ein paar hätte. Und weil sie eine gute Schwiegermama ist, kriegt sie natürlich auch dieses Paar. Und was ganz praktisch war, ich habe nämlich für den Teststrick, ich hatte meine Socken in Rot gestrickt, die für meinen Mann in Grün, weil ich weihnachtliche Farben wollte. Ich habe aber eben noch eine Kontrastfarbe dazu bestellt, um den Schaft und die Bandspitze eben in einer anderen Farbe zu arbeiten. Da habe ich eben dieses Grau in Tweed-Optik dazu geholt. Das ist von Online, die Supersocke, Linie 7 und das müsste die Farbe 902 sein. Und ja, wie gesagt, das war einfach nur als Kontrastfarbe gedacht, aber ich hatte ja viel übrig, weil die eben als 150 Gramm Knäuel, glaube ich, kommen. Und das reicht genau, dass ich eben für meine Schwiegermama ein paar draus arbeite. Also, wie gesagt, perfekt und ich finde auch das Garn echt
Gut, ich wollte nämlich mal ein anderes Tweetgarn ausprobieren, weil ich weiß, also das von Lana Grossa, wer mich kennt, das Lana Grossa Meilenweit Tweet, die wird in gefühlt jeder Folge erwähnt. Und ich dachte mal, ich probiere mal was anderes aus und bin dann halt eben bei Online fündig geworden. Und ich fand auch das, besonders das Dunkelgrün und das Rot, das waren sehr schöne Farbtöne und ich bin da auch echt zufrieden. Und ich muss auch sagen, im Praxistest, dass die Wolle sich gut schlägt. Mein Mann trägt seine Socken echt häufig und die schauen noch spitze aus. Also ja. Wie gesagt, das sind die Tikva-Socken und ich habe dann noch ganz einfache Stino-Socken angenadelt an Ostern. Ich habe nämlich die Tikva-Socken nicht gefunden und ich wollte halt eben am Tisch nicht so ein großes Projekt auf dem Schoß haben und habe dann noch Sockenwolle mitgenommen. Und zwar ist das die Landlust-Sockenwolle von Lana Grossa. Das ist jetzt die Farbe 122 und ich habe das Knäuel und noch eine andere Farbvariante von der gleichen Wolle von Brenda und ihrem Freund geschenkt bekommen als Hochzeitsgeschenk. Also die andere Wolle ist für meinen Mann gedacht. Und ich habe jetzt mal die Wolle angenadelt, die für mich gedacht ist. Und ich mache daraus einfach ganz normale Socken in einem zwei rechts, zwei links Schaft. Und auch ohne Anleitung, weil ich finde, sonst geht so ein bisschen das tolle Garn unter. Und ja, ich stricke Socken für mich. Wenn ich ohne Anleitung stricke, stricke ich meistens 60 oder 64 Maschen für den Schaft. Also wenn es glatt rechts ist oder mit einem nicht so elastischen Muster, nehme ich meistens 60 Maschen, damit die auch wirklich eng sitzt. Ich mag das nicht, wenn Socken am Schaft rutschen. Also die sollen schon eher eng hocken. Und wenn ich aber eben so ein Rippenmuster nehme, was ja elastisch ist und sich zusammenzieht, da nadel ich dann 64 Maschen an. Ich mache dann eine Herzchenferse, das ist die Ferse, die bei mir am besten sitzt. Und mache dann noch eine Bandspitze. Und ich werde dann den Fuß in glatt rechts auch stricken. Und da werde ich dann aber die Maschenanzahl reduzieren auf 60 Maschen, damit es eben unten am Fuß auch gut hockt. Und ja, an den werde ich halt nebenher immer noch so ein bisschen stricken. Das schadet ja auch nicht, wenn man da so ein paar, wie gesagt, einfache Projekte hat, die man einfach mal so in die Hand nehmen kann. Aber zu denen gibt es jetzt, wie gesagt, auch nicht super Spannendes zu erzählen. Jetzt aber kommen die krassen, coolen Projekte. Und ich glaube, ich gehe die mal durch in der Reihenfolge, wie ich sie angenadelt habe. Und das ist jetzt alles in den letzten 2 Wochen passiert in etwa. Also ich habe viel gestrickt. Ihr werdet es auch gleich sehen. Und ja, das, was ich euch jetzt als nächstes zeige, ist so ein bisschen mein ganzer Stolz, beziehungsweise wird gerade ein Teil in mir geheilt. Es geht nämlich um den Schwiegeroma-Pulli. Und wer hier meinen Account so ein bisschen verfolgt, kennt das Drama um den Pulli. Ich werde jetzt auch hier nochmal so kurz eine Zusammenfassung geben. Und zwar hat mich meine Schwiegeroma, und ich habe sie so, so gern und so lieb, hat mich 2022 gefragt, ob ich ihr einen Pullover stricken könnte. Und sie hat einen Pullover irgendwann mal gekauft. Und sie ist aber mit der Qualität von der Marke nicht mehr zufrieden und möchte da halt nichts mehr nachkaufen. Aber sie hätte halt gern nochmal einen richtigen Wollpulli. Und ich stricke ja so viel, ob ich einen stricken kann. Da habe ich gesagt, ja, gar kein Problem, mache ich, kriegen wir hin. Ich habe gar nicht überlegen müssen, weil ich meine, ich stricke gern, sie braucht einen Pulli, ich habe sie super lieb. Also ich stricke für meine Schwiegeroma. Und wir sind dann zusammen im Wollladen und wir haben halt eben Garn ausgesucht. Und ich habe gesagt, ich versuche den Pulli, den sie hat, nachzustricken. Und es war so ein bisschen schwierig, weil natürlich Maschenprobe nicht zusammenpasst, selber umrechnen. Und es ging natürlich in die Hose. Und es war 2023 und ich wollte es nicht auf mir sitzen lassen, dass ihr der Pulli halt nicht richtig passt. Und er hat halt mir nicht wirklich gefallen und ihr ehrlicherweise auch nicht. Und habe ich gesagt, okay, ich nehme es mit, ich ribbel es und versuche das jetzt nochmal mit einer Anleitung so ein bisschen angepasst und einfach anders. Und mich hat es so gegraust davor, dass ich das richtig hinausgezögert habe. Und dann gegen Ende 23 zu Weihnachten versuchen wollte, nochmal diesen Pulli anzugehen. Und ich habe damals die Anleitung vom Stockholm-Sweater, glaube ich, von Petite Knit herangenommen und habe halt eben versucht, das anzupassen an ihre Vorstellungen. Und das hat dann irgendwie auch nicht hingehauen. Also ich war richtig niedergeschlagen, niedergeschmettert und ja, also einfach nur zum Kotzen. Und mich ärgert das halt auch wahnsinnig, dass meine Schwiegeroma so lange auf diesen Pulli wartet, weil sie hat ja die Wolle auch selber gezahlt. Und ich habe ja ohne irgendwie was, ohne Widerworte zugestimmt. Und ja, aber jetzt im dritten Anlauf wird es endlich gut, weil ich habe nach dem zweiten Anlauf gemerkt, dass das Problem einfach das Hauptgarn ist. Ich verstricke nämlich eigentlich die Eco-Puno einfädig oder das war der Plan. Und die lässt sich aber einfädig nicht schön verstricken. Also ich finde das eben auch das, ja,
Der Stoff, das Material, das einfädig daraus entsteht, verstrickt, dass es nicht schön wird und nicht wirklich geeignet ist für einen Pullover einfädig. Und ich habe daraufhin dann den Entschluss gefasst, dass ich einen Beilauffaden definitiv brauche. Ich schaue gerade, wo es ist hier. Und ich habe im Herbst, Winter letzten Jahres, habe ich den Monday Sweater von Petite Knit gestrickt und habe da zum ersten Mal einen Alpaka Lace als Beilauffaden gehabt. Ich habe damals die Alba von Phil Collada genutzt. Und ich dachte, es könnte auch für die Oma ganz gut funktionieren, weil die mag es nicht, wenn es so pieksig ist. Also Mohair hätte schon mal nicht funktioniert. Und ich wollte jetzt aber auch nicht, dass der Pullover sehr schwer wird, sondern er sollte einfach wirklich kuschelig, weich und trotzdem sich leicht und fließend anfühlen. Und daher wusste ich halt eben von meinem Monday-Sweater, das kriege ich hin, wenn ich einfach als Beilauffaden was mit Alpaka nehme. Und bei der Alba hatte ich das Problem, dass nicht der richtige Farbton dabei war. Also ich habe da ewig geguckt. Aber die hatten nur so ein mitteldunkelgrau und ich wollte jetzt auch nicht, dass der Pullover dunkler wird im Gesamtbild, sondern eher, dass dieser Beilauffaden wirklich sehr nah an der Hauptfarbe dran ist. Und deswegen konnte ich die Alba nicht nehmen, obwohl ich da schon wusste, wie die Qualität ist. Und ich habe dann online so ein bisschen geguckt und verglichen und bin dann auf die Soft Alpaka Lace von Hobby gestoßen. Das hier ist jetzt die Farbe 4 und ist halt eben auch so ein schönes hellgrau. Es ist leicht meliert, aber es fällt nicht so sonderlich auf und sie lässt sich wunderschön verstricken und ist sogar ein besserer Deal als die Phil Collada Alba, weil die Alba kommt im 25 Gramm Knäuel mit 175 Meter und die Soft Alpaka Lace von Hobby hat 50 Gramm und 400 Meter. Also die hat auf 50 Gramm sogar 50 Meter mehr als die Phil Collada Alba und ist eben durch den Mengenrabatt, den man bei Hobby bekommt, auch dann günstiger. Und sie lässt sich so schön verstricken und ich bin echt auch baff darüber, wie gut die Qualität ist. Also ich habe jetzt, glaube ich, ich fange jetzt das dritte oder vierte Knäuel schon an. Ich bin mir nicht sicher. Nee, es muss das dritte sein. Und ich hatte noch keinen Knoten drin. Es war auch keine einzige Stelle drin, wo man mal sagen kann, dass die Qualität so ein bisschen abgewichen ist vom Rest des Knäuels. Das ist ja normal bei Wolle, dass man halt, wenn man mehrere Knäuel hat, dass irgendwie mal eine Stelle dabei ist, wo das Garn dicker oder dünner ist oder mal ein Knoten. Gar nichts. Ich hatte noch gar nichts und das finde ich halt wirklich krass. Also in meinen Augen echt eine Empfehlung, ist auch super weich. Und ich finde auch, dass sich das Endbild oder zusammengestrickt gut sehen lässt. Ich zeige es euch jetzt endlich mal und spanne euch nicht weiter auf die Folter. Aber das ist der Fortschritt am Schwiegeroma-Pulli. Ein Ärmel ist fertig und es wird. Und diesmal nehme ich auch wieder eine Anleitung und zwar den Stick Season Sweater von Crea Bear. Ich habe nämlich die Eco Puno und die Soft Alpaka Lace zusammengehalten und habe eben mit einer 4mm Nadel gestrickt und die Maschenprobe hat einfach perfekt gepasst für den Stick Season Sweater. Und ich habe dann auch, oder eigentlich andersrum, ich habe nicht konkret den Stick Season Sweater ausgewählt, sondern ich bin eben mit meiner Maschenprobe auf Reverie gegangen und habe halt durchgeguckt, was funktionieren könnte. Und ich war schon gefühlt am Verzweifeln, weil die Schwiegeroma auch so eine spezielle Vorstellung hat, beziehungsweise ein besonderes Designelement am Pulli haben wollte. Und ich bin halt nicht fündig geworden. Also ich habe da Ewigkeiten gesucht und ich dachte echt, der Stick Season Sweater, weil er ja ursprünglich ein Muster hier vorne hat, dass der auch gar nicht in Frage kommt. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass der unter den Ärmel genau dieses Designelement hat, nämlich diese Streifen, die meine Schwiegeroma haben wollte. Die gehen dann nämlich später über in ein getrenntes Bündchen. Und nachdem ich das hier gesehen habe, war mir auch klar, dieses getrennte Bündchen geht auf, es wird funktionieren. Und ich kann ja auch einfach das Muster oben an der Passe weglassen und die Maschenprobe passt auch perfekt. Und dann war die Welt einfach heil, weil ich nach 3,5 Stunden endlich eine Anleitung gefunden habe für den Schwiegeroma-Pulli. Und ich bin so glücklich darüber, weil ich habe ihn auch schon drüber geworfen und er sitzt einfach so, wie er sitzen soll. Da ist nichts komisch, es sind nicht zu viele Maschen am Ärmel, er ist nicht zu weit, die Schulternähte spannen nicht. Also bisher läuft es echt perfekt und ich glaube, es ist was daran dran, wenn man sagt, alle guten Dinge sind drei, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass im dritten Anlauf, dass ich den Pulli für meine Schwiegeroma endlich fertig bekomme. Und ich würde daher auch sagen, das ist gerade das Strickstück, wo ich am meisten stolz darauf bin, weil ja, es war jetzt einfach so ein langer Leidensweg und ich bin einfach so glücklich, dass es jetzt funktioniert, dass es einfach, ja, dass es sozusagen von den Nadeln flutscht. Und ich habe, wie gesagt, ich habe das Ganze, glaube ich, am 21.03. angenadelt. Also ich habe wirklich gut Fortschritt gemacht dafür, dass es nicht das einzige Projekt ist, an dem ich stricke. Aber ich konnte halt ziemlich früh auch schon erkennen, dass es vielversprechend wird und war deswegen noch mehr motiviert.
Und ja, mein Ziel ist, dass ich das Ganze bis Ende April hoffentlich fertig stricke. Ich habe hier noch zwei andere Projekte. Eins davon ist ein Teststrick. Die werde ich jetzt zunächst beenden, aber der hier wird auch ganz bald fertig, weil die Schwiegeromi hat im Mai Geburtstag und ich würde ihr den ganz gerne bis dorthin geben. Also das wird nicht ihr Geschenk werden, das wäre ja ziemlich frech. Aber das wäre so, glaube ich, für mich so insgeheim so die Deadline, wo ich sage, bis dahin hätte ich ganz gerne den Pulli fertig, auch in der Hoffnung, dass es halt abends noch kalt genug ist, dass sie den mal drüber schmeißen kann. Also ja, hier der Schwiegeroma-Pulli Schrägstrich Stickless Stick Season Sweater von Crea Bea. Und ja, ich bin sowieso so ein Fan von Rebecca von Crea Bea. Also ich schaue auch ihren Podcast total gerne und ich finde es Wahnsinn, wie cool ihre Designs sind. Also sie bringt trotzdem immer irgendwie was Neues mit an den Tisch, was es vorher nicht gab. Oder auch mit ihren Anleitungen, dass sie versucht, dass man Sachen modifizieren kann, dass sie da ganz viel Wert mit reinlegt. Was war jetzt das letzte? Ich glaube, die Lorde-Reihe. Da ist ein Pullover mit V und Rundkragen dabei, als Polunder, als Weste ohne Ärmel, als Cardigan. Und das alles in einer Anleitung und es ist nicht so viel teurer. Und das finde ich einfach cool an ihr. Und ich finde es unterstützenswert und ihre Anleitungen funktionieren einfach. Und mich hat jetzt halt eben, glaube ich, der Schwiegeroma-Pulli so ein bisschen beflügelt, sodass ich gesagt habe, ich nadel nochmal ein zweites Toaster-Tee an. Und ich zeige es euch mal, weil es ist quasi auch schon fertig. Mir fehlt nur noch ein Ärmel. Aber das ist ja beim T-Shirt ein Witz. Und da ist es, mein Toaster-Tee. Also hier unten müssen sich noch ein paar Fäden vernähen. Aber das ist jetzt auch von den Nadeln mehr oder minder gehüpft. Und ich war so ein bisschen davon inspiriert, dass ich meinen Stash aufgeräumt habe. Ich hatte ursprünglich fast meine ganze Wolle in so einem Kallax-Regal mit vier Schubkisten. Und es war super ätzend, weil natürlich alles aufeinander gestopft war. Und ich bin nie an alle Wolle rangekommen oder ich habe vieles nicht sehen können. Und der Stauraum hat auch bei weitem nicht ausgereicht. Also ich hatte nebendran noch Tüten und Kisten stehen und mich hat das genervt und teilweise auch unten im Keller von meiner Wolle. Und das Regal ist halt aus meinem Kinderzimmer also mit in die Wohnung gezogen. Und es hat auch farblich nicht so gut in unser Wohnzimmer gepasst. Und ich habe dann online eine Kommode gesehen, die ich super gern fürs Wohnzimmer haben wollte. Und ja, die ich auch schon als Wollkommode so geplant hatte. Und ich habe die dann halt aufgebaut und habe die eingeräumt. Und ich habe dann so viele Sachen in meinem Stash gefunden, die ich komplett ausgeblendet habe. Also an die konnte ich mich einfach nicht mehr erinnern, dass die existieren. Und ich habe dann auch alles schön sortiert. Also eine Schublade nur fast mit Sockenwolle. Dann so Projekte konkret. Dann habe ich eine Schublade mit so Baumwolle oder Sommergarn. Und nebendran liegen halt noch so Reste und auch Mohair-Sachen. Und als ich dann so die Baumwollgarne eingeräumt habe, habe ich dann so zwei Qualitäten nebeneinander gelegt. Und das eine war ein Rest von einem Strickkit, was ich nie fertig gemacht habe und wo ich einen Teil schon anderweitig verstrickt habe. Und dann halt eben nochmal also die Qualität von dem roten Garn. Und dann lagen die so nebeneinander und ich so, oh, es wäre irgendwie cool, wenn ich da was draus stricken könnte. Und dann bin ich auf das Tollster-Tee wieder gekommen. Das ist ja auch schon mein zweites. Und es funktioniert einfach so gut. Also die rote Wolle ist die Baka von Lana Grossa. Und das ist die Farbe 10. Und davon hatte ich, glaube ich, 6 Knäuel gekauft. Und das ist ein DK-Garn. Also 50 Gramm haben 120 Meter. Und was so ein bisschen besonders ist, dass es kein glattes Baumwollgarn ist. Es ist also so ein bisschen angeraut und auch so ein bisschen wellig. Also das ist jetzt nicht wellig, weil es schon mal geribbelt war, sondern der Faden ist von Natur aus so. Und es fühlt sich auch recht weich an. Also ich finde, es gibt schon einige Baumwollsorten, die fühlen sich sehr trocken und auch so ein bisschen schneidend an oder sehr glatt, wenn man darüber langt. Und die ist so ein bisschen aufgeraut. Und ja, ich hatte da einfach 6 Knäuel mitgenommen, weil die im Ausverkauf war. Ich glaube, ein Knäuel hat 3 € oder so gekostet. Und ich dachte mir, ja, das nehme ich mal mit, da kann ich locker irgendeinen Sommertop draus stricken. Aber ich hatte was angefangen, das hat mir aber nicht gefallen. Und ja, ich bin überglücklich, dass es jetzt hier im Tollster-Tee gelandet ist. Und als Kontrastfarbe für das Beige hatte ich noch so einen Rest von der Shiny Cotton, oder? Nee, The Cotton. Shiny Cotton war von jemand anderem. The Cotton von We Are Knitters in der Farbe Natur. Und also ich kaufe nicht mehr bei We Are Knitters ein. Da gab es ja den großen Skandal mit Zara. Und ich finde auch, dass man die nicht unterstützen sollte, was das angeht. Aber ich hatte eben zu meinen Strickanfängen vor 5,
6 Jahren, irgendwie sowas, hatte ich mal ein Strickpaket bei denen gekauft. Die hatten dieses ganz bekannte Design mit den Popcornmuster. Also es war ein Pullover, wo überall so Bobbles drauf gestrickt waren. Und ganz fürchterlich, gefällt mir heute gar nicht mehr. Und ich habe den halt einfach nie fertig gestrickt. Und ich habe einen Teil der Wolle in einen Sommertop gestrickt, einen anderen Teil in meine Technicolor Bag. Und ich hatte jetzt halt immer noch so einen Rest übrig. Und der hat sich jetzt irgendwie ganz gut angeboten als Kontrastfarbe für mein Tolster-Tee. Und was ich an dem T-Shirt so cool finde, ist, dass ja, also es ist ein ganz simples Raglan-T-Shirt, aber man bekommt mit der Anleitung noch eine zweite PDF mit Modifikationsmöglichkeiten. Und da stehen eben auch verschiedene Varianten drin, also für Lochmuster, für Streifen, was einem eigentlich einfällt und beliebt. Und ich habe mich dann eben für die Streifenvariante entschieden und ich stricke immer 6 Runden in der Hauptfarbe und dann 2 Runden in der Kontrastfarbe. Und ich finde es ganz schön geworden. Und für die Bündchen habe ich 10 Runden gestrickt. Also ich habe dann aufgehört mit 6 Runden nochmal in glatt rechts. Und dann habe ich nochmal 10 Runden mit der, also im Bündchenmuster eine rechts, eine links gestrickt in der kleineren Nadelstärke. Und es ging halt wirklich schnell. Ich habe es am grünen Donnerstag angenadelt. Das war der, ich habe es mir aufgeschrieben, 28.03. Und ich glaube, am Ostersonntag habe ich den einen Ärmel schon rangestrickt. Also da war der Körper auch schon fertig. Und seitdem liegt es jetzt halt so ein bisschen. Und ich kümmere mich eher um meinen Teststrick, den ich euch gleich noch zeige. Aber ja, das ist einfach toll und ich freue mich darauf, es zu tragen. Und es ist irgendwie auch ganz cool, dass so Sachen, die schon länger im Stash liegen, dass irgendwann einfach der Zeitpunkt kommt, wo es sich richtig anfühlt, mit denen zu stricken und wo die halt einfach rauskommen. Und man denkt sich so, ja, genau darauf hat die Wolle eigentlich gewartet, auf ihre Bestimmung. Und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, wie dass das die Bestimmung der Wolle ist. Und was mir im Nachhinein noch kam, da hatte ich das T-Shirt schon angenadelt. Und ich glaube, das war, als ich ein Foto für Instagram gemacht habe. Ich habe es nämlich in meiner Story geteilt. Da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hatte als Kind nämlich ein T-Shirt in Rot-Weiß gestreift. Also da eine Ähnlichkeit war vorhanden. Und dieses T-Shirt habe ich abgöttisch geliebt. Ich habe das gefühlt andauernd getragen bei gutem Wetter. Und ich finde es total lustig, wie man als Kind irgendwie so eine ganz besondere Beziehung zu manchen Kleidungsstücken hat und es dann einfach vergisst und dann fällt es einem wieder ein. Und irgendwie war das dann umso schöner, dass ich, ohne mich aktiv daran zu erinnern, dass ich dieses Lieblingsshirt hatte, dass ich angefangen habe, was zu stricken, was dem sehr nahe kommt. Und als mir das eingefallen ist, war ich umso motivierter, an dem Teil zu stricken. Und ja, irgendwie, es ist halt einfach schön, es passt, es hat so sein sollen. Und ja, das werde ich jetzt auch in den nächsten Wochen hoffentlich noch fertig stricken. Also das ist ja nur noch ein Abend Arbeit hier, den Rest vom Ärmel zu machen. Und was ich euch noch zeigen kann, ich finde ja, Baumwolle lässt sich immer so ein bisschen blöd vernähen, weil das Garn haftet nicht so richtig selber an sich, wenn es eine glatte Baumwolle ist. Und deswegen habe ich auch meinen Faden nicht abgeschnitten für jeden Streifen, sondern ich habe es einfach auf der Innenseite mitgeführt. Kann man bestimmt noch schöner machen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal so gemacht und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie es geworden ist. Also es schaut auch an der Seite, ich versuche es jetzt mal zu zeigen, relativ gut aus. Also was ihr auch schon sehen könnt, ich habe eben keinen stufenlosen Übergang gemacht zwischen den Farben. Ich fand irgendwie, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe es oben noch so ein bisschen versucht, bei den Raglan zu nehmen. Und ich glaube auch die erste Runde nach dem Zusammenschließen wieder. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das macht keinen großen Unterschied, dass das Baumwollgarn sich eh nicht so gut manipulieren lässt. Und dachte mir dann, ja okay, es ist einfach nur ein simples Sommer-T-Shirt und mich stört es eh nicht, weil ich sehe es nicht. Und so handhabe ich das mit vielen Fehlern. Wenn ich es sehen kann selber, dann stört es mich, dann ändere ich es. Aber wenn ich es nicht sehen kann, dann stört es mich nicht und dann darf es auch drin bleiben. Und ja, deswegen hier diese nicht stufenlosen Streifen. Aber ja, ich liebe es trotzdem und ich glaube, das T-Shirt hat eine ganz gute Chance, ein Favorit für den Sommer zu werden. Und sommerlich geht es weiter und zwar mit dem letzten Whip, das ich euch jetzt noch zeigen kann. Und zwar ist es der Yutori-Sweater von Kadri, den ich teststricken darf. Und ich bin noch nicht wirklich weit und das macht mir Angst, weil am 19. April muss ich fertig sein und es sind noch genau 2 Wochen. Und ich habe erst mit dem Rückenteil angefangen und es ist so ein cooler Lochmuster-Pullover
Und ich fand den total cool. Also ich habe den Teststrickaufruf per E-Mail bekommen, weil ich auch im Newsletter von Kate dabei bin. Und ich habe noch nie sie für sie getestet. Und ich dachte mir, ja, irgendwie ist der cool. Und ich weiß auch, dass Kate ganz häufig Wollsupport bekommt, also dass dann die Garnhersteller eben auch die Wolle zum Testen für die Tester zur Verfügung stellen. Und dann habe ich so ein bisschen darauf gepokert und habe mich angemeldet. Und ja, leider gibt es diesmal keinen Garnsupport. Also es gab einen kleinen Rabatt von 15%. Aber das war mir tatsächlich zu wenig, um mit dem Originalgarn zu stricken, weil das Originalgarn wäre die Camel Decay von Pasquali. Und ich habe die noch nie in der Hand gehabt, aber so wie ich Pasquali kenne, ist es eine tolle Qualität. Aber die hat 25 Gramm und 80 Meter und kostet ein Knäuel, ich glaube, 13, 14 Euro. Und ich hätte für meine Größe irgendwas zwischen 16 und 20 Knäuel bestellen müssen. Und es hätte sich echt aufgeleppert und da hätten auch 15% Rabatt, glaube ich, hätte es gegeben. Das hätte mir jetzt nicht viel genützt, also es wäre immer noch viel zu teuer für mich als Studentin gewesen. Und ja, ich habe dann nach einer Alternative geguckt. Ich habe mir die Camel Decay online angeguckt und habe halt als erstes gesehen, dass die ein Kettgarn ist. Und ich habe mich daran erinnert, ja, die Baby Light von Lana Crosser wäre ein Kettgarn. Und die ist ja leider aus dem Sortiment genommen worden. Und ich habe halt online geguckt, ob es die irgendwie noch gibt. Und die gibt es aber nur noch in ganz komischen Farben. Also nichts, worin ich einen Pullover haben wollen würde. Und dann konnte es die schon mal nicht werden. Habe ich halt weitergeguckt und bin dann auf die Alta Moda gestoßen. Da gibt es ja einmal die Alta Moda Alpaka und die Cotolana von Lana Crosser. Und ich dachte mir, ja, probiere ich doch einfach mal die Cotolana aus, weil ich fand es ganz ansprechend, dass sie einen recht hohen Baumwollanteil hat. Die besteht nämlich zu 45% aus Schurwolle, 45% Baumwolle und dann noch 10% Polyamid. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine ganz coole Kombi, weil der Lochmusterpulli ist ja eh so ein bisschen luftiger. Und dann fände ich es ganz cool, wenn der Pulli auch nicht so warm wäre, sondern halt eher wirklich so gemütlich zum Drüberziehen fürs Frühjahr, genauso halt eben für die Übergangszeit. Und ich muss sagen, ich bin bisher auch echt zufrieden. Also sie ist, ich weiß nicht, ob es an dem Polyanteil liegt, sie ist schon sehr elastisch. Und das habe ich auch bei der Maschenprobe gemerkt, weil ursprünglich sollte man eine 5 mm Nadel nehmen. Und da war es mir zu groß, vor allem eben die Löcher waren gigantisch und ich habe mir dann gedacht, okay, hilft alles nichts, ich mache eine zweite Maschenprobe und gehe mal eine halbe Nadelstärke runter und jetzt mit 4,5 mm treffe ich auch die Maschenprobe. Und ich finde es aber irgendwie sehr cool und ich ja, bin auch so ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich mal so was Neues getraut habe, weil ich finde auch, das Design ist jetzt nicht wirklich, schreit jetzt nicht auf Anhieb Simone und auch nicht die Farbe, aber inspiriert durch Brenda von Petri Condit Wear, habe ich irgendwie Bock auf knalligere Farben. Auch mal so ein bisschen außerhalb meiner Wohlfühlzone mich so ein bisschen auszuprobieren. Ich bin echt froh, dass es dieses Olivgrün geworden ist. Das ist die Farbe 26. Und ja, ich stelle es mir ganz cool vor. Aber wie gesagt, damit ich es tragen kann und auch im Teststrickzeitraum fertig werde, muss ich jetzt noch ein bisschen Gas geben. Ich denke, ich werde auch, wenn ich hier die Kamera ausgeschalten habe, werde ich mich an die Vorderteile machen, dass ich die ranstricke, damit es dann auch zügig geht. Aber ich finde halt auch ein Vorteil von diesem tollen Lochmuster ist, dass es so ein bisschen fungiert wie Streifen. Man denkt sich jetzt, ja, den einen Musterrapport mache ich noch fertig. Und ach, jetzt dann halt die nächsten Reihen, die sind ja noch einfach, die kann ich ja auch noch mitstricken. Ach, und wenn ich die habe, dann stricke ich jetzt immer noch weiter. Und ja, also ich versuche mir Stress zu machen, damit ich es pünktlich fertig bekomme, aber nicht zu viel Stress. Aber ja, das ist der Yutori-Sweater von Kadri. Und ich habe natürlich auch Wolle gekauft. Also einmal hier für den Yutori-Sweater ganz klar, weil ich halt nichts Passendes im Stash hatte. Aber es ist halt nicht dabei geblieben. Und deswegen zeige ich euch jetzt noch, was ich in den letzten Wochen eingekauft habe. Und ja, zusammen mit der Wolle für den Yutori-Sweater. Den Online-Shop, mir fällt gerade nicht der Name ein. Aber die hatten echt coole Angebote und da waren viele Sachen reduziert. Und ich bin dann auf folgendes Garn hier gestoßen. Das ist von Lana Crosser, die Bella. Und die schaut so ein bisschen aus wie so ein Mohair oder so ein Brushed Alpaka. Und die war auch super günstig. Ich glaube auch wieder irgendwie bloß so 3 Euro. Und ich habe mir die dann angeschaut und da haben 25 Gramm 250 Meter und die besteht zu 35% aus Baumwolle, 25% Baby-Alpaka, 30% Nylon und 10% Schurwolle. Und da dachte ich mir, irgendwie ist es ein cooler Beilauffaden. Also die könnte richtig gut funktionieren. Und vor allem auch,
interessant sein für Leute, die jetzt kein Mohair mögen, sondern eher so Richtung Setasuri unterwegs sind. Und ich finde ja sowieso, ich finde Beilauffäden meistens eine coole Sache, weil sie halt irgendwie noch was, ja, was dem Strickstück hinzufügen. Aber die sorgen auch immer dafür, dass solche Strickprojekte recht teuer werden. Und ja, deswegen habe ich so ein bisschen eine geteilte Meinung dazu. Also ich finde es ganz cool, dass der Trend in die Richtung geht, dass man jetzt mehr ohne Beilauffäden strickt. Aber irgendwie, ja, wie gesagt, ich komme auch nicht davon weg. Es hat irgendwas Tolles. Und bei dem Preis und auch bei der Zusammensetzung dachte ich mir, okay, komm, ich probiere es aus. Und ich habe mir jetzt mal 6 Knäuel bestellt, weil ich die Farbe gesehen habe und mir gedacht habe, die könnten ganz gut zu einer anderen Wolle bei mir im Stash passen. Nämlich habe ich 4 Knäuel von der Unicorn von Hobby. Die hat eine Freundin mal für mich mitbestellt, weil es gab Mengenrabatt. Und sie hat die Wolle für ein anderes Projekt haben wollen. Und ich habe gesagt, ja, ich probiere die aus, bestell mir da einfach mal von der Farbe so und so viel Knäuel. Und deswegen habe ich da halt 400 Gramm von. Und das ist die Farbe 02 und es ist so ein Graublau, würde ich sagen. Also es sieht jetzt in der Kamera sehr grau aus, aber es ist schon eher ein Graublau. Und ich glaube, dass die beiden zusammen verstrickt echt gut funktionieren könnten. Und ja, deswegen durfte die Bella mit bei dem Preis und halt eben, ja, weil die Versuchung so groß ist, was Neues auszuprobieren. Und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, das ist die Farbe 12, die Bella. Ja, ich bin gespannt, was ich draus mache, weil ich habe ja doch ein bisschen mehr und vielleicht könnte ich einen langen Cardigan draus machen. Aber ich muss mal gucken, weil ich würde gern so viel es geht aus der Wolle rausholen und nicht irgendwie einen blöden Rest haben. Und ja, da muss ich mal schauen. Also entweder, dass ich vielleicht was mir raussuche, was so ein bisschen im Halbpatent oder sowas gestrickt wird, weil es frisst ja auch viel Garn. Und da schadet es nicht, wenn ich halt mehr wie 300 Gramm von dem Hauptgarn habe. Aber ja. Mal schauen, was ich draus mache. Also ich habe noch keine konkreten Pläne, außer dass ich die beiden miteinander kombiniere. Und ja, weil jetzt die Temperaturen auch so toll sind, war mir so ein bisschen mehr nach Sommergarn. Und ich habe auch so mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir nicht nochmal was von der Drop Spell bestelle, weil ich die ja eigentlich ganz gern mag. Die besteht ja zu 53% aus Baumwolle, 33% aus Viskose und 14% Leinen. Und ich finde, die Drop Spell ist halt ein super Sommergarn. Beziehungsweise auch die Sandesgarnline, weil die sind ja ähnlich in der Zusammensetzung. Ich mag die echt gern, auch von dem verstrickten Endprodukt. Und ich habe dann so ein bisschen bei den Farben geguckt und war total unglücklich und dachte mir so, irgendwie bei der Drop Spell ist nicht das Richtige dabei und auch bei der Sandesgarnline irgendwie nicht und ich war einfach nicht zufrieden. Und ich bin dann durch Zufall bei Lana Grossa auf ein Garn aufmerksam geworden, das super ähnlich ist. Und ich habe dann mal bei mir im lokalen Wollladen gefragt, ob die haben. Und es wäre nämlich die Dodici. Und die hatte so coole Farben. Und ich finde auch Farben, die es weder bei der Belle gibt noch bei der Sandnes Garnline. Und die ist halt ähnlich. Also die hat, ich kann es hier auch nochmal im Vergleich vorlesen. Also die Belle hat 53% Baumwolle und die Dodici hat jetzt 65%. Bei der Belle sind es 33% Viskose. Und bei der Dodici sind es 25 und Leinen sind hier 14 und hier 10. Und die Belle und die Sandesgarnine haben ja genau die gleiche Zusammensetzung. Und ja, ich fand halt super ähnlich, hat auch hier auf 50 Gramm 110 Meter. Das haben die Belle und die Line soweit, nee, da sind es 120 Meter, also ein bisschen mehr. Aber halt wirklich total ähnlich. Aber da gibt es halt echt coole Farben bei der Dodici. Und die ist auch um 1 € günstiger als die Line, habe ich gesehen. Und ich finde auch, also die Line selber hatte ich noch nicht. Ich habe die Tinnline mal gehabt, deswegen weiß ich nicht, wie sich die Line selber anfasst. Aber ich finde im Vergleich zur Belle, dass die Dodici irgendwie weicher ist. Und die fühlt sich jetzt auch nicht. Ich meine, Baumwolle hat ja einen sehr speziellen Griff und also von der Haptik schon deutlich anders. Aber irgendwie fühlt sie sich jetzt auch nicht so nach deutlich mehr Baumwolle an. Also die fühlt sich irgendwie so schön an, irgendwie weich für so ein Sommergarn. Und eher fast schon so auf mich macht so ein bisschen so einen seidigen Eindruck. Also auch wenn keine drin ist. Aber ja, hat sich eben sehr gut im Laden angefasst und deswegen habe ich da auch 6 Knäuel mal mitgenommen. Und da bin ich auch noch nicht ganz sicher. Ich wollte ursprünglich das Emmanuel-Tee von Kolibri bei Johanna daraus stricken, weil es ist eine kostenlose Anleitung und es ist ähnlich wie das Cumulus-Tee, bloß dass es hinten am Rücken noch ein Lace-Muster hat. Ich denke, ich werde es hier mal mit einblenden. Und ja, dafür wird auch ein DK-Garn benötigt und ich denke, das ist ganz gut passen
könnte. Und was ich auch super cool fand, die hatten im Laden nur noch zwei Partien. Und wir haben die nebeneinander gehalten im Sonnenlicht. Also es gab zwischen den Partien keinen Unterschied. Und ich habe jetzt halt eben sechs Knäuel aus zwei unterschiedlichen Partien. Und das fand ich auch cool, dass die Farbe so konsistent ist, trotz unterschiedlicher Partien. Deswegen, ja, da freue ich mich schon drauf, die zu verstricken. Aber da habe ich jetzt noch, wie gesagt, ich habe noch, also ich liebäugle mit dem T-Shirt, aber es gibt auch noch keine konkreten Pläne. Und ja, das war es auch tatsächlich von dem eigentlichen Strickpodcast. Aber ich dachte, weil ich ja jetzt auch eingekauft habe und auch viel neu angenadelt habe, sollte ich vielleicht nochmal über meine Neujahrsvorsätze mit euch reden. Ich hatte ja ursprünglich das Ziel, keine neue Wolle zu kaufen, bis ich so und so viele Knäuel aus meinem Stash verstrickt habe und auch eher meine UFOs zu priorisieren und die abzuarbeiten. Und das hat so semi-gut geklappt. Also die Versuchung ist einfach ziemlich groß, fällt mir auf. Und ja, ich gebe auch schnell nach. Aber das Gute an der Sache ist, dass ich jetzt daher, dass ich mein Wollstash aufgeräumt habe, einfach nochmal eher einen Überblick darüber habe, was ich alles habe. Und ich hatte ja die Hoffnung, dass ich alles in eine Kommode bekomme. Und das habe ich nicht. Und das finde ich sehr erschreckend. Und es war ganz gut, es so vor Augen geführt zu bekommen, dass ich doch eigentlich viel zu viel habe und auch mehr, als ich tatsächlich brauche. Und wie viel ich eigentlich auch schon in meinem Stash habe, was aufgrund dessen, dass es so lange liegt, mir auch gar nicht mehr gefällt. Und ja, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, was denn eigentlich so meine Vorhaben waren. Und jetzt bin ich auch wieder motivierter, an denen zu arbeiten. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich wirklich erstmal keine Wolle kaufen muss. Also ich habe eigentlich jetzt echt genug von allem da, sei es Sommergarn oder sonst was. Und deswegen werde ich da jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen kürzer treten. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt nicht super viel teure Sachen eingekauft, was Wolle angeht, sondern ich habe schon auch immer viel Preise verglichen und halt immer nach einer günstigeren Option geguckt. Aber trotzdem hätte es halt nicht zwangsläufig immer sein müssen. Und ja, deswegen versuche ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr zusammenzureißen. Und auch wenn ich jetzt meine Vorhaben nicht habe erfüllen können, muss ich trotzdem sagen, dass es besser ist, dass ich mir was vorgenommen habe und eine Zeit lang in die Richtung gearbeitet habe, beziehungsweise es immer noch versuche, als wenn ich mir gar nichts vorgenommen hätte. Weil ich glaube, es hat schon deutlich einen Unterschied gemacht und ich habe tendenziell weniger gekauft, als ich im Normalfall ohne Vorhaben gekauft hätte. Und man muss auch sagen, dass ich vor allem in den ersten Monaten des Jahres doch viele Altlasten abgearbeitet habe. Und daher, dass ich jetzt ja auch den Stash aufgeräumt habe, habe ich auch echt viele Projekte geribbelt. Also da sind mir echt noch mal ein paar Sachen so untergekommen, wo ich ursprünglich dachte, ich stricke die fertig und ich habe die zwischen den Händen gehabt und ich dachte mir so, nee, fühle ich nicht mehr. Das passt einfach nicht mehr und es wird geribbelt, da wird was anderes draus. Und deswegen bin ich mehr oder minder UFO-frei. Also ich habe halt hier noch die ein oder andere Socke, aber die finde ich ist okay. Und sonst, was größere Projekte angeht, zum Fertigstricken, gibt es da eigentlich nur noch meine Jenny Jacket. Weil es gab generell wenig große Projekte. Und eigentlich so, das Schlimmste war ja dieser Schwiegeroma-Pulli. Aber nachdem der jetzt ja auch bald Geschichte ist, bleibt mir eigentlich nur noch bei den großen Projekten die Jenny Jacket. Und ich muss schon sagen, also ich kann mir nicht erlauben, stolz auf mich zu sein, weil ich meine Vorhaben halt nicht zu 100% durchgezogen habe. Aber ich bin, würde ich schon sagen, zufrieden mit dem, was ich jetzt geschafft habe über die letzte Zeit hinweg. Und ja, ich bin jetzt auch wieder etwas motivierter. Und was jetzt ganz gut ist, ich bin auch dabei, zu Teststricks Nein zu sagen. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, es waren doch viele Teststricks über die letzten Wochen hinweg. Und ich komme irgendwie viel zu selten dazu, so Sachen zu stricken, auf die ich richtig Lust habe, wie zum Beispiel das tollste Tee. Und ja, deswegen glaube ich, wird jetzt nochmal spannend, weil irgendwie so genau die letzten Wochen, die habe ich jetzt gebraucht, um neue Motivation zu sammeln, was dieses Strickvorhaben angeht. Also, dass ich einfach weniger Wolle kaufe und mehr aus einem Stash verstricke und so. Und da würde ich sagen, ist jetzt nochmal so ein neuer Wind reingekommen, neue Motivation. Und ich versuche auch jetzt noch bis Ende des Jahres hin, mich da mehr Maß zu regeln. Also, ich möchte nicht mehr so streng sein, wie ich es Anfang des Jahres geplant hatte, aber ich glaube halt einfach häufiger auf mich hören und ja, eher maßregelnd zu arbeiten, kann nicht schaden. Und ja, das war jetzt eine sehr lange Episode und auch sehr erzählungsreich.
Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass du jetzt auch bis zum Ende durchgehalten hast, wenn du das getan hast. Ja, Daumen hoch an dich. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video natürlich einen Daumen nach oben da lässt. Oder auch ein Abo für meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist und mit mir zusammen handarbeitest. Und ja, lass es dir gut gehen.